Das heißt, während der Reue muss ich das ernst und ehrlich haben, ich kehre nicht zurück. Ich kehre nicht zurück. Das kann Allah subhanahu wa ta'ala genau wissen. Aber was ist, wenn er wieder zurückkehrt? Wir sagen ihm, wenn deine Reue wirklich gestimmt hat und du bist trotzdem aus Schwäche, Kraftlosigkeit, du bist trotzdem zurückgekehrt, wir sagen, bereue wieder nochmal. Mach wieder dasselbe. Du bist immer im Kampf. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt immer die Sünden. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in Hadith Sahih, einem authentischen Hadith, dass es ein Mann unter den Kindern Israels, der gesündigt hat. Allah subhanahu wa ta'ala, und er kam, um seine Reue zu sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ghafartu laka, ich habe dir die Sünde vergeben. Und dann sagt Allah ta'ala, Aznaba abdi dhanban, wa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunub, fataba min dhanbi. Mein Diener hat gesündigt. Und er wusste, dass er einen Herr hat, der die Sünden vergibt. Und er kam bereuend. Und dann habe ich ihm seine Sünde was? Vergeben. Und dann hat mein Diener nochmal gesündigt. Und er wusste, dass er einen Herr hat, der die Sünden vergibt. Und er kam bereuend zurück. Ich habe meinen Diener vergeben. Und dann hat mein Diener nochmal gesündigt. Und er kam zu mir. Und er bereut und ich vergebe meinen Diener. Und dann hat mein Diener nochmal gesündigt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe ihm seinen Sünden vergeben. Er soll tun, was er will. Er soll tun, was er will. Seine Sünden sind immer vergeben. Das ist diese Ehrlichkeit. Man ist immer im Kampf. Die Reue ist immer richtig. Man ist immer im Kampf. Kehrt zurück. Aufrichtige Reue. Wieder du fällst um, wieder zurück. Immer, immer. Und der Shaitan, Aduullah, der Feind Gottes, der gibt dir immer das Gefühl, dass du nicht mehr kannst. Er gibt dir immer das Gefühl, dass du nicht ehrlich bist. Wenn du ihm zuhörst, dann bist du in seinen Händen gelandet. Wenn du das Gegenteil machst, dann bereust du nochmal. Dann gibst du ihm einen Schlag auf dem Gesicht. Dann kann er nicht mehr. So verbrennst du den Scheitan. Das ist die beste Waffe gegen Scheitan. Bereue immer. Allah subhanahu wa ta'ala wird immer deine Sünden vergeben. Und dann kommt eine andere Bedingung. Khal'ul adat. Du musst dich von den schlechten Gewohnheiten was? Entfernen und losgehen. Alle schlechten Gewohnheiten, die dich mit den Sünden verbinden, die dich zu den Sünden zurückziehen, du musst dich davon was? Befreien. Jemand, der schläft so viel und Schlaf ist sein größtes Problem. Schlaf macht ihn kaputt. Er schläft 12 Stunden, 14 Stunden und er steht auf und sein Tag geht schwarz. Und es wirkt auf sein Leben. Wir sagen ihm, das ist eine schlechte Gewohnheit. Dadurch machst du so viele andere Sünden, die damit zusammenhängen. Also, schlaf nicht 12 Stunden, sondern nur 2 Stunden. 2 Stunden? Gibt es jemanden, der 2 Stunden schläft? Wallahi, gab es. Und es gibt auch. Und er schläft 2 Stunden, aber Allah gibt Segen. Als ob er 10 Stunden geschlafen hat. Allah gibt ihm Segen. Ah, ich sage dir 7 Stunden. Ha? Komm erstmal zurück auf 9 und danach wieder auf 8 und dann auf 7 und dann auf 6 und besser, wenn es immer 6 bleibt. Ha? Jemand, der viel isst, sein Bauch ist immer voll. Wie manchen, die können 5 türkische Döner auf einmal essen. Das kann ich nicht glauben. Habe ich niemals geglaubt, aber dann habe ich das erfahren, nicht gesehen. Erfahren. Allahu Akbar.
Wirklich, das ist schlimm. Was ist das von einem Magen, der 5 türkische Döner mit Fladenbrot voll macht? Was ist das für ein Magen? Das ist ein Sack. Hä? Und denkst du, dass du nach dem Essen noch klarer denkst? Denkst du, dass du nach dem Essen Glauben in deinem Herzen spürst? Denkst du, dass du nach dem vollen Magen noch die Worte Allahs genießt und zuhörst? Denkst du, dass du nach dem vollen Magen lange Zeit beim Gebet stehst? Du gehst die ganze Zeit. Oder Essen kommt immer Geruch von dem Mund, weil es keinen Platz gibt. Es ist hier, schon an den Grenzen. Also, schlechte Gewohnheit, viele Sünden hängen damit zusammen. Das heißt, verlasse diese Gewohnheit, weniger essen. Damit bleibst du befestigt und kräftig gegenüber den Sünden. Deswegen, wenn der Magen voll ist, wenn man viel schläft und wenn man viele, also bei sag ich mal, in der Ehe auch, oder beim Sex übertreibt, das heißt, er ist jeden Zeit, jede Stunde, dann sagen wir, diese drei Sachen, die bringen dich in der Irre, wenn du die nicht beherrschst. Ein Muslim ist gleichgewichtet. Nicht untertreiben und nicht übertreiben. Und so bist du ein gleichgewichteter Mensch, der fest und kräftig gegen die Sünde ist. Und deswegen sagen العلماء في ابن القيم رحمة الله عليه: كلما كان ارتباطك بالمطلوب أقوى كان انخلاعك من العادة سهلا. Je stärker die Verbindung, je stärker deine Verbindung zu Allah ist, also zu dem Ort, wo du gehen willst, desto schwächer wird die andere Verbindung, die dich nach hinten zieht. Also, eine von zwei Sachen. Beides stark gibt es nicht. Entweder nach hinten ist das stark oder vorne ist das stark. Wenn deine Verbindung zu Allah stärker ist, dann gehst du schnell. Wenn deine Verbindung nach hinten zu den Sünden stärker ist, dann wirst du immer gezogen wie diese Gummiband. Wenn jemand mit einem Gummiband befesselt wird und er geht, aber an eine bestimmte Grenze, dann kommt er zurück zu der Sünde. Es gibt einen Nagel, was in deinem Herz befestigt ist. Das ist Nagel der Sünde. Der muss wegentfernt werden. Sonst schaffst du nicht einen freien Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt ein Gelehrten: Ich habe die ganze Zeit mich bemüht, meine Seele und mein Ich zu Allah mit Gewalt zu bringen. Mit Gewalt zu bringen, und sie weint dabei, also jetzt im Abstrakt. Sie weint dabei, sie will nicht zu Allah. Aber mit Gewalt nehme ich meine Seele zu Allah. Die ganze Zeit. Er sagt: Ich habe das die ganze Zeit gemacht, aber auf einmal war sie auf meiner Hand und die ist mit mir weitergegangen. Auf einmal brauchte ich keine Gewalt mehr. Es ist nur eine bestimmte Zeit, wo du dich bemühst, wo du dich anstrengst. Ab einer bestimmten Zeit, dann bist du freier. Genauso wie das Beispiel mit der Rakete. Solange er in Erdatmosphäre ist, da gibt es Gravitationskraft. Wenn er die Erdatmosphäre verlässt, dann geht er mit ganz hoher Geschwindigkeit in dem All. Und so ist dein Nefs. Zieh sie, wie man ein Hund zieht, der nicht mitgehen möchte. Und du ziehst ihn, komm mit. Und er will nicht. Ab einer bestimmten Zeit, er verliert die Hoffnung, er sagt: Okay, ich komme mit. Du musst deine Seele so behandeln. Alles, was sie mag, tust du nicht. Sie will gerne länger schlafen.
Sie will gerne länger, mehr essen. Sie will gerne so viel Zeit in ihren Gelüsten, Begierden verbringen. Nein, weniger. Und so bleibst du im Kampf, bis du es schaffst. Sechste Bedingung für eine aufrichtige Reue. Du musst dich mit den Mitteln auskennen, wie du gegenüber der Sünde standhaft wirst. Standhaft gegenüber der Sünde ist nicht einfach. Und deswegen musst du die Mittel beherrschen, wie du die Standhaftigkeit, die Geduld und die Kraft gegenüber der Sünde hast. Es gibt 7 Mittel, die man haben muss, damit man diese Standhaftigkeit gegenüber der Sünde bekommt. Erstmal, dein Wissen darüber, dass deine Sünde was Schändliches ist, was Schlechtes, was Schlimmes ist. Dieses Wissen, Barakallahu fik. Ich habe heute Zelta und habe, Masha'Allah, dazu. Es war kalt. Barakallahu fik. Also, die erste Sache, das Wissen über deine Sünde, dass das was Schändliches ist, was Schlechtes ist. Zum Beispiel, Lügen. Ist Lügen gut oder schlecht? Schlecht. Dass man über andere Menschen in Abwesenheit schlecht spricht. Ist das schlecht oder gut? Schlecht. Dass man, wal'iyadu billah, das Berauschende trinkt. Ist das gut oder schlecht? Schlecht. Führt dich nur zur Irre. Dass man, wal'iyadu billah, mit Frauen schläft. Ist das gut oder schlecht? Schlecht. Es führt dich nur zu Armut und nur zu Irre und nur zum Zorn Allahs. Ist Zigarettenrauchen schlecht oder gut? Gut, ne? Schlecht. Für deine Gesundheit, für deine Religion, für alles. Also, du musst das erstmal kapieren, dass das, was du tust, es ist schlecht. Guck deine Sünde mit anderen Augen, nicht diesen. Ein Auge muss im Herzen aufgehen. Die muss aufgehen, damit du das richtig blickst. Eine zweite Sache, die du haben musst, dass, wie du standhaft wirst gegenüber die Sünde, das ist Al-Haya'u min Allah, das sich schämen gegenüber Allah. Schämst du dich nicht? Während deiner Sünde, denk daran, dass Allah dich sieht. Denk daran, dass Allah dich beobachtet. Schäme dich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der seine Sünde macht, in dieser Zeit, er gedenkt nicht Allah. Hundertprozentig. In dieser Zeit gibt er Allah nicht seine richtige Stellung. Und deswegen, ein Mann, der sich geschämt hat, das war auch unter den Kindern Israels. Es war eine Frau. Und dieser Mann hat diese Frau geliebt. Und er möchte in irgendeiner Weise zu ihr rankommen. Und dann einmal hat er es geschafft, dass er sie bringt. Und dann hat sie sich, wal'iyadu billah, für ihn vorbereitet. Und dann hingelegt, bis er, wal'iyadu billah, dabei war, dass er anfängt, mit ihr, wal'iyadu billah, zu schlafen. Und dann begann sie zu weinen. Dann sagt er ihr, warum weinst du? Sie sagt ihm, ich habe sowas niemals gemacht.